Hallo, herzlich willkommen bei Konradin Industrie TV. Neben mir steht Manfred Werner, Geschäftsführer von 3S Smart Software Solutions. Wir sind hier auf der SBS IPC Drives. Vielleicht beginnen wir kurz damit, dass Sie kurz schildern, welche Bedeutung die Messe für Ihr Unternehmen hat. Die SBS IPC Drives ist mittlerweile die wichtigste Automatisierungsmesse der Welt. Und so zeigen wir, wie auch andere Firmen, unsere wichtigsten Neuentwicklungen mittlerweile auf dieser Messe. Also es ist für uns der Jahreshöhepunkt, kann man sagen. Sehr vielfältig diskutiertes Thema, sage ich mal, ist hier natürlich Industrie 4.0, IIoT, Industrial Internet of Things. 3S Smart Solutions hat sich da bisher ein bisschen rausgehalten, sage ich mal. Warum? Es war für uns am Anfang nicht ganz klar, wo der Kundennutzen liegt. Es wurde viel Technologie diskutiert, aber unsere Kunden kaufen keine Technologie, unsere Kunden kaufen Kundennutzen. Und so mussten wir erstmal Use Cases besprechen. Es hat sich dann auch ergeben, dass man hier keinen Quick Win macht, sondern es sind langfristige Entwicklungen und langsam sind wir so weit, dass wir Produkte präsentieren können. Zu den Produkten, zu der Produktmarke gehört Codesys. Welche, ja, ich sag mal, Antworten hat Codesys auf die Fragen der Zukunft? Was wir heute schon zeigen können, ist ein OPC-UA-Server. Das wird die Kommunikation zwischen Maschinen in der Zukunft sein. Was wir schon seit vielen Jahren machen, ist ein Web-Interface auf der Steuerung. Seit 15 Jahren gibt es die Codesys-Web-Visualisierung. Und so haben wir schon immer viele Antworten gehabt für diese neuen Technologien. Neu dazugekommen sind die Anforderungen im Bereich Security. Hier haben wir sehr nachgerüstet. Wir haben unser Passwortmanagement überarbeitet, Zertifikatsverwaltung. Also wir können den Zugang auf die Steuerung kontrollieren und können verschlüsselt kommunizieren. Da haben wir viel gemacht und weitere Produkte werden kommen. Ist das auch das, was man, wenn man jetzt nach den Produkten fragt, was 3S Smart Software Solutions für das IoT bietet, sind das die Produkte, die man dann auch nennen kann, die Sie jetzt gerade geschildert haben? Das ist das, was wir heute schon zeigen, was man auch bei uns auf dem Messestand sehen kann. Wir haben ein weiteres Produkt in der Pipeline, da möchte ich nicht allzu viel verraten, ein Serverprodukt. Alle Geräte in meiner Factory werden mit diesem Server verbunden. Er weiß, welche Software wo läuft, kann die verteilen, kann Backups einspielen, Gerätetausch, Engineering-Informationen hat er. Er kann Daten in die Cloud liefern. Also das wird eine ganz interessante Sache, die wir aber dann bei einer eigenen Veranstaltung nächstes Jahr, 16. Mai, in Kempten zeigen werden. Da machen wir einen großen Product Launch. Für uns einen wirklich großen Launch. Okay, das klingt spannend, auch als Aussicht auf 2018. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche noch eine schöne Messe. Danke.